Here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you think and I don't really care about them. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Na? Ja, auf jeden Fall willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder ein What I Eat in a Day. Ja, wie jeden Sonntag eigentlich fast. Und das Coole ist, ich konnte heute zum ersten Mal aus meinem Kochbuch kochen. Ich habe ein Rezept aus meinem Kochbuch gemacht. Das ist so ein komisches Gefühl, Leute. Wenn man sein Buch aufschlägt und dann daraus kocht. Weil normalerweise koche ich aus anderen Kochbüchern. Und das sind meine Rezepte. Und ich weiß auch noch genau, ich kann mich so richtig da reinversetzen, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Bild gemacht habe. Weil oft war es extrem windig und ich konnte die Bilder nur draußen machen. Und bei dem Bild war es nämlich auch so, also bei dem Rezept, was ich mache, war es auch so, dass die ganzen Sachen immer weggeflogen sind. Boah, hat mich immer so aufgeregt, ne? Deswegen, ja, keine Ahnung, es ist einfach mein Herzstück. Und ja, auf jeden Fall koche ich da heute draus. Und Henry hat ein cooles Video vorgeschlagen, dass ich 24 Stunden für ihn koche, dass er dann praktisch 24 Stunden aus dem Buch raussuchen darf, was er gerne essen möchte. Und ich muss es nachkochen. Aber mache ich auch so gerne, deswegen, genau. Oder ich kann ja ein Video machen, 24 Stunden leben wie Sarah Fit. Dann koche ich halt einfach 24 Stunden aus meinem Buch. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, letztens habe ich auch viele gefragt, was das für ein Gefühl ist, sich selbst auf dem Cover zu sehen. Und keine Ahnung, also für mich ist das total unrealistisch. Also in meinen Augen bin ich das jetzt nicht auf dem Cover. Es ist einfach für mich ein Kochbuch. Aber wenn man dann die Bilder so anguckt, dann weiß ich wieder, Gott, ich habe die Bilder gemacht. Das ist einfach wirklich ein tolles, tolles Gefühl. Und euer Feedback ist wirklich toll. Und ihr könnt noch bis morgen das Buch bestellen. Weil fast alle sind weg und wir lassen, also wir haben jetzt schon nachdrucken lassen, aber das nächste Mal, was wir nachdrucken lassen, ist, wenn erst nächstes Jahr überhaupt. Wir müssen erstmal diese ganzen Bücher verschicken. Deswegen, also falls ihr noch eins haben möchtet, dann folgt mir bei Instagram und dann guckt euch das Story-Highlight bestellen an. Da wird alles erklärt, wie ihr das bestellen könnt. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Heute gibt es echt tolle Rezepte, die sehr, sehr viel Volumen haben, aber wenig Kalorien und viel Eiweiß. Unter anderem auch eine leckere Thunfischcreme. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ach, und ganz vergessen noch zu sagen, ich bin nämlich gerade mein Video am Schneiden, das ist mir aufgefallen, ich bin ja komplett doof. Ich wollte natürlich noch zwei Kochbücher verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist dann einfach hier kommentieren, Kochbuch. Und falls ihr eine größere Gewinnchance haben möchtet, unter meinem neuen Bild per Instagram verlose ich auch ein Kochbuch, beziehungsweise zwei, und da könnt ihr dann auch nochmal kommentieren. Genau. So, heute gibt es was ganz Cooles. Und zwar kennt ihr meinen Apfelflammkuchen mit Ermann Vanille und Äpfeln, aber heute mal was anderes. Und zwar mit Ermann Schokolade und einer Banane und dann natürlich noch einen Wrap. Ja, also eigentlich ganz simpel. Einfach den Wrap damit bestreichen in den Backofen und dann kurz vor Schluss noch ein paar Bananenscheiben drauf und dann ist es auch schon fertig zum Verzehr. Den Backofen anzumachen. Ich mache jetzt auf 180 Grad Umluft, aber der Wrap wird so schnell durch. Also bleibt am besten dabei stehen. Boah, wenn der Backofen vorgeheizt ist, dauert es echt nur, ja, 3-4 Minuten. Und auf dem Wrap habe ich ja nur 100 Gramm getan, deswegen löffel ich jetzt den Rest aus. Oder hebt euch das für den nächsten Tag auf, wie ihr möchtet. So, heute gibt es einmal Blumenkohlreis wieder, aber diesmal ist der von Bofrost. Ich kann das auch selbst machen, Blumenkohlreis, aber es ist halt sehr, sehr viel Arbeit und so ist es halt abgepackt. Und es gibt es auch von Edeka für 99 Cent, ich glaube 750 Gramm. Aber hier sind halt noch so Erbsen und so drin, das kann man sich ja auch selbst machen. Ich finde es einfach nur so geil, dass es einfach so viel Volumen hat, aber kaum Kalorien. Dann grünen Spargel, ich weiß auch nicht, aber irgendwie gab es den noch bei Aldi, obwohl eigentlich gar keine Spargelsaison mehr ist. Und dann noch 250 Gramm Garnelen. Ich
Das ist das, was ich immer sage. Man braucht Essen mit viel Volumen, aber wenig Kalorien. Denn dieses Volumen macht halt mega satt und man hat halt trotzdem nicht so viele Kalorien. Und so ein Big Mac-Menü macht halt nicht satt und sowas halt schon. Und ist halt wenigstens noch gesund und schmeckt gut. Das nächste, was ich kochen werde, ist sogar aus meinem Kochbuch. Und zwar sind es diese Blaubeermuffins. Aber ich nehme jetzt statt 10 Gramm Kokosflocken ein paar Haferflocken noch. Genau. Also ich nehme heute dann 20 Gramm Haferflocken, 150 Gramm weiße Bohnen, 10 Gramm Mandeln und 200 Gramm Blaubeeren. Aber natürlich könnte ich auch noch süßen mit Stevia. Das mache ich auch sehr oft. Aber ich finde, die Blaubeeren geben schon sehr viel Süße ab, muss ich sagen. Normalerweise nehme ich einen Pürierstab, aber der ist kaputt, deswegen nehme ich jetzt meinen Mixer. Und noch einen Schuss Milch. Ja, und das habe ich jetzt noch da reingetan, ein bisschen Stevia. Gibt es eine Thunfischcreme, aber in gesund. Mein Papa macht immer eine mega leckere, aber halt wieder klatscht gefühlt so eine ganze Packung Mayo da rein. Ne, nicht nur gefühlt, er macht es wirklich. Ich habe versucht, das jetzt gesund umzuwandeln. Und zwar brauche ich 100 Gramm Thunfisch, ein Ei, aber ich koche gleich mehrere Eier, damit ich nicht nur für ein Ei Wasser aufsetzen muss. Dann habe ich für die nächsten Tage noch ein paar Eier. Ihr könnt auch mehr Eier nehmen, allerdings habe ich heute schon so viel Eiweiß, dass eins reicht. Dann ein Glas Putzta-Salat. Ich finde das irgendwie mega lecker mit der Kombi, weil das so eine schöne Säure abgibt. Gefrorene Kräuter. Dann noch eine Zwiebel, aber die habe ich vergessen. ja, und dann das Dressing. Nehme ich einfach etwas Joghurt. Und Miracle Whip mit Joghurt. Man kann auch Miracle Whip leicht, gibt es ja auch. Aber das war es dann auch eigentlich schon. Genau. Wie groß die Portion ist. So hoch ist das Gefäß und so viel ist da drin. Und es hat einfach kaum Kalorien und es schmeckt einfach wirklich wie ein Thunfischsalat. Also ich habe schon mal versucht, einen Thunfischsalat nur mit Quark zu machen und das hat halt gar nicht geschmeckt. Aber durch diese Säure von diesem Putzersalat, diesem Miracle Whip, das schmeckt einfach wirklich ungesund, schmeckt das und ist es halt nicht. Also probiert das unbedingt aus, falls ihr auch Thunfischliebhaber seid. Just watch me break. Also das sind jetzt meine Thunfischbrote, aber trotzdem ist noch so viel über. Das kann ich heute noch essen, kann ich aber auch für den nächsten Tag noch essen. Aber ist auch nicht zu lange im Kühlschrank aufbewahren wegen dem Thunfisch. Aber danach seid ihr auf jeden Fall satt. Das waren die Rezepte und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich sehe gerade, mein Akku geht gleich leer, also wenn ich jetzt weg bin, ne, ihr wisst Bescheid. Und ja, also ich möchte gerne nächste Woche wieder über Themen reden, die euch interessieren. So meistgestellte Fragen wie, keine Ahnung, Low Carb, ist das gesund oder was auch immer. Dann, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr mir noch nicht folgt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder einen Daumen nach oben da lassen würdet, damit ich weiß, okay, ihr mögt diese Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!